Finanziell frei für immer, das wollen viele werden. Und viele wollen das möglichst schnell werden. Die haben keine Geduld, am liebsten schon morgen. Ich warne immer davor, zu schnell Ziele erreichen zu wollen, die wirklich wichtig sind. Denn das hat meistens mit Glücksspiel zu tun. Ich gehe immer den soliden Weg aus eigener Erfahrung. Finanzielle Freiheit, die eigene finanzielle Zukunft, das darf kein Produkt von Zufall sein, das darf nicht dem Glück überlassen werden, das muss solide geplant sein und das muss auf soliden Beinen stehen. Das muss erwirtschaftet werden in Form von Unternehmensgewinnen, die dann diese Substanz auch bilden und nicht irgendwelcher Hokuspokus oder irgendwelche Börsencharts, die nach oben und unten ausschlagen und die sich plötzlich wieder in Luft auflösen können. Also, mein Weg ist der solide. Ja, der dauert etwas, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, auch diesen Weg solide zu beschleunigen. Was meine ich damit? Ich meine damit die Börsen. An den Börsen kommt es immer wieder zu Übertreibungen. Und ich empfehle ja grundsätzlich, von den Börsen wegzugehen, sich nicht davon beeinflussen zu lassen, von diesem ständigen Börsenhype, von diesen ständigen Nachrichten, von diesen Sensationsmeldungen, die ja immer wieder dazu führen sollen, zu Käufen und Verkäufen anzuregen. Um dieses Börsenmodell haben sich ja riesige Geschäftsmodelle entwickelt von Börsenbetreibern, von Finanzdienstleistern, von Banken, die alle davon profitieren wollen und die profitieren halt in erster Linie von Käufen und Verkäufen. Also sollen diese Käufe und Verkäufe immer wieder angestachelt werden und dazu immer wieder diese auf der einen Seite Horrormeldungen, die Angst schüren sollen und auf der anderen Seite Gier, sensationslüsterne Giermeldungen, die eben zu Übertreibungen nach oben führen und wieder neue Käufe und Verkäufe anregen sollen. Also grundsätzlich sage ich, geh weg davon. Aber, und jetzt kommt's, du kannst natürlich diese Übertreibungen, die an der Börse immer wieder stattfinden, das ist das Wesen der Börse, gezielt nutzen, um günstig kaufen zu können, um damit den Rendite-Turbo einzuschalten und so dein Ziel, finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, Vermögensaufbau, passives Einkommen, deutlich schneller zu erreichen. Und darum geht es in diesem Video, wie das vonstatten geht, wie man das am besten machen kann. Wieso kommt es denn an der Börse zu Übertreibungen? Der eine Grund ist eben, es soll immer wieder Käufe und Verkäufe angeregt werden, weil sehr viele Geschäftsmodelle davon leben. Und deshalb eben immer diese Meldungen. Zum anderen, Börsenkurse, die beinhalten natürlich auch immer Hoffnungen und Ängste. Denn an der Börse wird versucht, die Zukunft vorwegzunehmen. Und die Zukunft, die kennt nun mal niemand. Und auch deshalb kommt es immer wieder zu Übertreibungen, weil sich im Nachhinein dann oft herausstellt, dass die Zukunft zu euphorisch gesehen wurde, also die Börsenkurse zu hoch gelaufen sind, oder zu ängstlich gesehen wurde, also die Börsenkurse zu tief gefallen sind. Und dann wird immer wieder korrigiert. Und in diesen Börsenkursen, da ist eben sehr viel Zukunftshoffnung, sehr viel Zukunftsangst mit enthalten. Und diese Börsenkurse, die werden noch dazu angetrieben durch ja, automatische Handelssysteme, sogenannte Trendfolgesysteme beispielsweise, die also Trends nach oben oder nach unten verstärken. Und dann natürlich auch marktbreite ETFs, beispielsweise die ganze Märkte unabhängig von den einzelnen Unternehmen nach oben oder unten treiben oder ganze Regionen nach oben oder unten treiben.
wieder unabhängig von den einzelnen Unternehmen. Und all das führt eben dazu, dass es immer wieder zu Übertreibungen kommt. Grundsätzlich, was für mich Börsenkurse bedeuten, dazu habe ich schon Videos gemacht, nur kurz. Der Börsenkurs, und das sollte man sich immer wieder vor Augen halten, der wird nur von einer relativ kleinen Minderheit von Aktionären tatsächlich gebildet. An der Börse werden ja Aktien von Unternehmen gehandelt, aber eben nur relativ wenige von der Anzahl her. Ein nur sehr kleiner Anteil der gesamten Aktien wird börsentäglich gehandelt, denn mehr könnte die Börse gar nicht durchführen. Dazu würde Angebot und Nachfrage nicht reichen. Also 0,Bereich in der Regel, der da gehandelt werden. Und das heißt, dieser Börsenkurs wird nur von sehr, sehr wenigen Aktionären, die tatsächlich zu diesem Kurs kaufen und verkaufen, gebildet. Die allermeisten halten still. Und wenn größere Unternehmensteile geh- oder verkauft werden, dann geschieht das außerhalb der Börse. Dann verhandeln Käufer und Verkäufer und einigen sich zum Teil auf völlig andere Preise als die aktuellen Börsenkurse. Das heißt also, diese Börsenkurse haben aus meiner Sicht sowieso eine relativ geringe Aussagekraft, weil sie nur von sehr, sehr wenig Marktteilnehmern letztlich gebildet werden. Und der Börsenkurs von heute, der interessiert in einem Jahr so oder morgen schon niemand mehr. Börsenkurse schwanken die ganze Zeit und jedes Unternehmen erlebt Höhen und Tiefen, jedes langfristig erfolgreiche Unternehmen. Das sind so die grundsätzlichen Faktoren, warum es zu Übertreibungen nach oben oder nach unten kommt. Dazu spielt natürlich auch eine Rolle, wenn mal Börsenkurse nach oben steigen von bestimmten Unternehmen, von bestimmten Branchen, dann werden immer mehr aufmerksam auf diese gestiegenen Kurse. Und das lockt dann natürlich noch mehr Kapital an. Und das führt dann zu weiter steigenden Kursen. Und dies wiederum neue Aktionäre, die Kurse immer weiter nach oben treiben. Tja, und irgendwann wird dann festgestellt, dass der Aktienkurs mit den Unternehmensgewinnen nichts mehr zu tun hat. Da also die Aktienkurse viel zu hoch gelaufen sind und die Unternehmensgewinne nicht mehr so stark steigen können. Und dann kommt es eben zu einem Platzen dieser Blase und die Aktienkurse fallen wieder zurück. Und genauso ist es bei Übertreibungen nach unten. Irgendwann wird festgestellt, so schlimm wird es doch nicht. Es war übertrieben, diese Ängste, und dann steigen die Kurse wieder an. Zwei Beispiele dazu. Zum einen für Übertreibungen nach oben, das klassische Beispiel, die Internetblase damals. Da wurden Börsenkurse in die Höhe getrieben, als gäbe es keinen Halt mehr. Immer höhere Preise wurden bezahlt für Aktien von Unternehmen, deren Gewinne viel niedriger waren oder die vielleicht sogar Verluste erzielt hatten, hat kaum jemand interessiert. Schlagzeilen waren voll davon, endlich Aktionär zu werden, um eben von diesem Trend, von diesen enormen Gewinnen partizipieren zu können, und all das hat die Kurse weiter angetrieben. Und dann gab es natürlich auch die Meldungen, dass die Bewertungen von morgen, also die Aktienkursbewertungen von morgen, ganz andere sind, weil man Internetaktien nicht mit klassischen Aktien vergleichen kann, aus klassischen Branchen, und all das hat dazu beigetragen, dass es zu diesen gewaltigen Übertreibungen kam. Im Nachhinein wissen wir alle, diese Blase ist krachend geplatzt und die Börsenkurse sind abgestürzt. Übrigens bei der Gelegenheit ein Tipp aus eigener Erfahrung, die ich schon oft miterlebt habe. Immer wenn jemand sagt, ab jetzt ist alles anders, ab jetzt gelten die früheren Berechnungsmethoden, die Bewertungsmethoden, die Grundlagen der BWL nicht mehr, denn diese Unternehmen sind ja ganz andere, die Technologien sind ja ganz andere, sei vorsichtig. Ich habe BWL vor vielen, vielen Jahren studiert und seitdem hat sich in Wahrheit
nicht viel geändert. 1 plus 1 ist immer noch 2 und Unternehmensgewinne und die Substanz sind immer noch das Entscheidende bei der Unternehmensbewertung. Und alles andere, diese Moden, diese Schlagwörter, da wird oft viel alter Wein in neuen Schläuchen verkauft von Analysten, von Unternehmensberatern, die daraus Geschäftsmodelle machen und Profit erzielen wollen. Aber diese Übertreibungen, die kommen immer wieder vor und Übertreibungen nach unten, das klassische Beispiel 2008, 2009, der letzte große massive Einbruch in der Finanzmarktkrise. 2009 im März war das Tief erreicht und damals waren die Schlagzeilen voll von Negativmeldungen. Damals schrieben viele, das Finanzsystem ist kaputt. Es wird nicht mehr so weitergehen, es muss komplett neu aufgebaut werden. Das ist alles unsolide. Und es wird Jahrzehnte dauern. Ich habe damals eben, weil ich antizyklisch immer kaufe, nachgekauft. Und da hat ein guter Freund gesagt, der wusste, dass ich viele Aktien habe, von Aktien damals schon zum Teil lebte. Und der sagte mir, Thomas, du weißt aber schon, die Aktien, die du heute kaufst, von denen wirst du nichts mehr haben. Denn das gesamte Finanzsystem ist bankrott. Das ist schuldenbasiert. Und das muss komplett neu aufgesetzt werden. Und davon wirst du nichts mehr haben, vielleicht deine Kinder. Meine Überlegung war, selbst wenn es so kommt und meine Kinder mal davon was haben, dann würde ich es genauso machen. Darüber würde ich mich genauso freuen. Im Nachhinein wissen wir, nach 4, 5 Jahren war das Schlimmste überstanden. Wirtschaft hat sich wieder erholt, Aktienkurse sind wieder gestiegen. Und von diesen Übertreibungen wollte niemand mehr was wissen. Also, lassen Sie sich von solchen Übertreibungen und Emotionen nicht beeinflussen, nutzen Sie sie aber auf. Und jetzt komme ich zum Kern des Themas. Wie kann man nun feststellen, dass es zu Übertreibungen kommt? Denn diese Übertreibungen kann man gezielt nutzen, indem man bei Übertreibungen nach unten gezielt kauft und so enorm günstig kauft, viele Aktien für sein Geld bekommt und das dann, wenn die Krise überstanden ist, zu einem richtigen Rendite-Turbo führt. Und noch ein zweiter Effekt, der damit verbunden ist, wenn man Übertreibungen nach unten nutzt, wenn dann die Krise überwunden ist, Unternehmen wieder Dividenden ausschütten, dann erzielt man enorm hohe Dividendenrenditen und davon kann man über Jahre, Jahrzehnte profitieren. Deshalb der Titel finanziell frei für immer, in Anführungszeichen, denn für immer bedeutet, Dividenden sind letztlich eine unendliche Rente. Die steigen langfristig und man kann sie sogar erben und je vererben an seine Kinder. Und je günstiger man gekauft hat, umso höher im Nachhinein dann in den Folgejahren die Dividendenrenditen. Und diese zwei Effekte der Übertreibungen nach unten kann man ganz gezielt nutzen. Nur, wie kann man sie feststellen? Das geht mit Unternehmensbewertung. Jedes Unternehmen hat einen sogenannten inneren Wert. Und dieser innere Wert, das ist zum einen der Substanzwert. Die Substanz des Unternehmens eben. Das sind, jetzt nur mal vereinfacht gesagt, alle Vermögensgegenstände, die dem Unternehmen gehören. Maschinen, Grund und Boden, auch immaterielle, Patente, Lizenzen und so weiter. Und diese Vermögensgegenstände, von denen zieht man die Schulden ab. Die müssen ja beglichen werden eines Tages. Und das, was übrig bleibt, das ist der Substanzwert des Unternehmens, die Substanz also. Das ist das Eigenkapital. Das gehört uns Aktionären. Das ist unser Eigentum. Das ist der Substanzwert. Und dann gibt es einen zweiten Wert. Das ist der Ertragswert. Ertragswert, das sind die Gewinne, die ein Unternehmen erzielt. Denn die gehören ja auch den Aktionären, Anteile. Und das ist die Rendite, die man mit dem Unternehmen erwirtschaftet. Und das
Auch das kann man berechnen, diesen Ertragswert, indem man eben die Gewinne nimmt eines Unternehmens. Die sind aber jetzt nicht so klar zu erkennen wie der Substanzwert, denn da geht es auch um die zukünftige Gewinnentwicklung. Und die kennt natürlich niemand. Was man aber weiß, sind die Gewinne aus der Vergangenheit, die das Unternehmen tatsächlich erzielt hat. Und das ist der erste Punkt. Das ist Fakt. Und jetzt kommt es darauf an, mit welchen Gewinnen in der Zukunft du rechnest. Und ich bin da immer vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, wenn Gewinne mit enorm hohen Raten in die Zukunft geschrieben werden, mit enorm hohen Wachstumsraten. Meine Meinung ist, das Maximale, das seinem Unternehmen herausgeholt werden kann, ist in der Vergangenheit schon herausgeholt worden. Wenn mehr möglich gewesen wäre, dann wäre es in der Vergangenheit schon erzielt worden. Dann wären die Gewinne in der Vergangenheit schon höher gewesen. Tatsache ist, die Gewinne des letzten Jahres wurden erwirtschaftet und die der letzten Jahre. Und alles andere ist Zukunftsspekulation. Also ich bin mit Gewinnwachstumserwartungen sehr vorsichtig. Deshalb nehme ich immer die Gewinne aus der Vergangenheit, bilde mir natürlich eine Meinung über die Branche, über die Zukunftsfähigkeit der Branche, über das Unternehmen, um so in etwa die Gewinne der Zukunft abschätzen zu können und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Aber Fakt sind die Gewinne der Vergangenheit. Und das ist eben der zweite Wert, der Ertragswert. Und das ist insgesamt der innere Wert eines Unternehmens. Substanzwert, die ist da oder nicht da, das sind die Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden. Und der zweite Wert, der Ertragswert, die Gewinne. So, und dazu vergleiche ich den Aktienkurs, bei dem eben, wie gesagt, viele Faktoren eine Rolle spielen. Hoffnungen, Ängste, Zukunftserwartungen, Übertreibungen, automatisierte Handelssysteme, Trendfolgesysteme und alles Mögliche. Und immer, wenn dieser innere Wert zu stark abweicht vom Aktienkurs des Unternehmens, wenn also der Kurs bei Übertreibungen nach unten deutlich niedriger ist als der innere Wert, dann kann man günstig kaufen. Wenn das Unternehmen solide ist. Was solide für mich bedeutet, habe ich in meinem Aktienbewertungsblatt niedergeschrieben. Kann jeder kostenlos anfordern. Und dann ist es für mich, wenn ich im Unternehmen investiert bin oder am Unternehmen interessiert bin, eine Möglichkeit, um günstig zu kaufen. Natürlich muss man das Unternehmen auch noch genauer anschauen, aber das meine ich mit Übertreibungen nach unten ganz gezielt nutzen, die immer wieder an der Börse vorkommen. Und so kann man diesen Weg zur finanziellen Freiheit und den eigenen Vermögensaufbau natürlich viel schneller vonstatten gehen lassen, antreiben, als mit normalen Investitionen in ETFs oder in Unternehmen, die eben nicht unterbewertet sind. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit des Verkaufs, wenn man verkaufen will. Den nutze ich nicht, aber natürlich kann man auch den nutzen. Bei Übertreibungen nach oben, wenn es zu offensichtlich wird, dass diese Börsenkurse vom inneren Wert immer weiter abweichen, dann kann man zu hohen Preisen verkaufen und wieder in andere Unternehmen investieren. Warum nutze ich diesen Weg nicht? Weil ich mir ja sehr genau überlege, in welche Unternehmen, in welche Branchen ich investiere und ich von diesen Unternehmen überzeugt bin, sonst würde ich nicht investieren. Und wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin, dann will ich meine Anteile am Unternehmen immer weiter ausbauen, unabhängig von Übertreibungen nach oben. Da kaufe ich dann nicht mehr nach. Da schaue ich dann zu und profitiere von den künftigen Gewinnen. Und wenn es im Laufe der Zeit immer wieder auch Übertreibungen nach unten geht, dann kaufe ich zu. Und wie gesagt, jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich ist,
erlebt Höhen und Tiefen. Ich nutze die Tiefen ganz gezielt. Und das war eben der Grund, warum ich überhaupt die finanzielle Unabhängigkeit erreichte. Sonst hätte ich nie das Geld aufgebracht, um von Dividenden leben zu können. Übrigens, als Verdeutlichung für dieses Nutzen von Übertreibungen, also den Unterschied zwischen innerem Wert und Aktienkursen, hat André Costolani damals zu seiner Zeit mal ein schönes Bild geschaffen. Er hat den inneren Wert eines Unternehmens mit einem Hundebesitzer verglichen und den Aktienkurs mit dem Hund, der an der Leine geführt wird. Und der Hund, der läuft dem Herrchen manchmal voraus. Also die Aktienkurse sind manchmal höher als der innere Wert und manchmal hinkt der Hund hinterher. Das ist eine Übertreibung nach unten dann. Aber er kommt letztlich immer wieder zum Herrchen zurück, weil er an der Leine geführt wird. Und diese Leine, das sind eben Substanzwert und vor allen Dingen Ertragswert, also Unternehmensgewinne. Unternehmen müssen langfristig immer die Gewinne erwirtschaften, die in den Aktienkursen eingepreist sind. Und wenn die Unternehmen bei Übertreibungen nach oben diese Unternehmensgewinne nicht erzielen können, dann werden zwangsläufig die Kurse einbrechen, weil sonst keine Rendite mehr erzielt werden kann mit diesen Aktienkursen. Und genauso ist es bei Übertreibungen nach unten. Wenn die Übertreibungen ausarten, ist zu weit nach unten gegangen ist, dann werden immer mehr darauf aufmerksam, die eben antizyklisch investieren. Dann wird diese Übertreibung nach unten immer offensichtlicher und dann wird die Nachfrage nach diesen Aktien steigen und das treibt die Kurse nach oben hin zum inneren Wert eines Unternehmens. Also letztlich ist der innere Wert immer der Wert, an den man sich festhalten kann. Und den kann man nur feststellen mit Unternehmensbewertung. In diesem Video so ein paar Auszüge daraus, die grundsätzliche Denkweise, wie man da vorgeht. Wer es genauer wissen will, in meinen Ganztages- und Mehrtagesseminaren, da erarbeiten wir Unternehmensbewertung, da üben wir Unternehmensbewertung und da kann ich es natürlich nochmal viel umfangreicher darstellen und auf einzelne Fragen eingehen. Aber so kann man relativ einfach Übertreibungen nutzen für seine Rendite. Das Problem dabei, man muss antizyklisch agieren. Und das fällt vielen Leuten schwer. Videos dazu habe ich aber auch schon gemacht. Und antizyklisch investieren fällt einem umso leichter, je mehr man die Hintergründe verstanden hat, worum es dabei eigentlich geht, weil einem das dann Sicherheit gibt. Nicht nur, weil es ein anderer sagt, sondern weil man es selber verstanden hat. Und dann tut man sich umso leichter beim antizyklischen Investieren. Das war es so in kurzer Zusammenfassung. Schreiben Sie mir Ihre Meinung dazu, Ihre Kommentare, ob Sie auch Unternehmensbewertung betreiben, ob Sie steigenden Kursen nachlaufen, ob Sie auch Übertreibungen nach oben nutzen. Wie ist Ihre Erfahrung und wie gehen Sie bei Aktieninvestitionen vor? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und wie immer, ich freue mich über Likes, über das Weiterverteilen meiner Videos und über das Abonnieren meines Kanals. Viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Machen Sie es gut.